Du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche bauen will. Jahrtausende alte Riten. Im steten Kampf gegen die Sünde. Eine Welt der Heiligen und Wunder. Die Geheimnisse des Vatikans. Jetzt in ZDF History mit Guido Knopf. Willkommen, liebe Zuschauer. Am 1. Mai 2011 spricht hier im Vatikan ein Papst aus Deutschland seinen Amtsvorgänger, einen Papst aus Polen, selig. Auf dem Petersplatz vor Hunderttausenden von Gläubigen. Wer nicht so gläubig ist, der mag sich wundern über eine Tradition, die einen Sterblichen befördert in die sogenannte Schar der Seligen. Als Eintrittskarte braucht er neben einem vorbildhaften Leben auch ein anerkanntes Wunder. Was ist Glaube? Was ist Wahrheit? Die Geheimnisse des Vatikans. Ein delikater Fall für unsere Detektive der Geschichte. Unser erster Fall. Ein Mordanschlag soll vereitelt worden sein. Durch die Hand der Mutter Gottes. Fatima, ein Pilgerort in Portugal. 1917 soll hier eine Marienerscheinung großes Unheil verkündet haben. Papst Johannes Paul II. Versteht die Botschaft der Madonna von Fatima als ganz persönliche Mission. Der 13. Mai 1917 in Fatima und der 13. Mai 1981 in Rom. Da gibt es einen direkten Zusammenhang. Gewollt von einer unsichtbaren Macht, von der göttlichen Vorsehung. 13. Mai 1981, der Jahrestag der ersten Marienerscheinung von Fatima. Mittwochsaudienz auf dem Petersplatz, vor 50.000 Gläubigen. Geheimdienste hatten gewarnt, doch es gibt keine erhöhte Sicherheitsstufe. Um 17.17 Uhr fallen Schüsse. Der Papst wird lebensgefährlich verletzt. Sein persönlicher Sekretär erteilt ihm das Sterbesakrament. Johannes Paul II. Überlebt. Eine Hand habe die Kugel abgeschossen, eine andere habe sie umgelenkt, so seine Erklärung später. Der bekennende Marienverehrer ist sich sicher. Nur die Mutter Gottes kann ihn gerettet haben. Noch am Tatort überwältigt wird der Türke Ali Akşa. Ein Mitglied der rechtsextremen Grauen Wölfe. Über mögliche Hintermänner wird viel spekuliert. Das Motiv scheint auf der Hand zu liegen. Die Wahl des Antikommunisten Wojtyla zum Papst ist eine Gefahr für die sozialistischen Regime. Akşa selbst verstrickt sich in Widersprüche. Vor wartenden Journalisten belastet er Bulgarien. Später wird er auch Moskau, Washington und den Vatikan selbst als Auftraggeber nennen. Der Papst selbst beteiligt sich nicht an den Spekulationen. Er hüllt sich in Schweigen und verzeiht dem Attentäter im Gefängnis. Beide haben, so scheint es, ein gemeinsames Thema. Auch der Papst hat gesagt, unsere Begegnung sei von Jesus, Gott und der Vorsehung bestimmt gewesen. Und natürlich haben wir vor allem über das Geheimnis von Fatima gesprochen. Auf 60 Jahre vor dem Attentat soll in Fatima drei Hirtenkindern die Jungfrau Maria erschienen sein. Die Kinder berichten von drei Prophezeiungen. Die erste handelt von einer Vision der Hölle. Die zweite soll Aufstieg und Fall des Kommunismus angekündigt haben. Die dritte Prophezeiung bleibt geheim. Gerüchten zufolge handelt sie vom Weltuntergang. Nur wenige Auserwählte im Vatikan kennen den Inhalt. Erst im heiligen Jahr 2000 veröffentlicht der Vatikan den Text der dritten Prophezeiung.
Vom Weltuntergang fällt darin kein Wort. Stattdessen wird ein Attentat angekündigt auf einen Bischof im weißen Gewand. Hat Maria schon 1917 das Attentat auf den Papst von 1981 angekündigt? Johannes Paul II. Scheint fest daran zu glauben. Die Kugel, die ihn beinahe tötet, lässt er einfassen in die Krone der Madonna von Fatima. Für Papst Johannes Paul II. War es wichtig, dass die Madonna der Kirche beisteht. Aber es gab auch einen starken Druck von der Basis im Katholizismus zu wissen, was endlich in diesem dritten Geheimnis war. Und deswegen hat er das endlich veröffentlicht. April 2005. Zur Beisetzung Johannes Pauls II. Sind mehr als 3 Millionen Menschen nach Rom gekommen. Sie fordern Santo Subito, heilig sprechen, sofort. Der Prozess zur Seligsprechung, die Vorstufe zur Heiligsprechung, wird sofort eingeleitet. 6 Jahre später, am 1. Mai 2011, ist es soweit. Papst Benedikt wird seinen Vorgänger selig sprechen. Die Meinungen dazu gehen auseinander. Wird er wirklich selig gesprochen? Ich finde, es ging jetzt sehr schnell. Ja, warum nicht? Die Zeit ist überholt, dass man jemand selig sprechen müsste. Er soll doch ein Wunder vollbracht haben. Das ist jemand, der mit Ausstrahlung, mit einer Heiligkeit irgendwo den Menschen ist. Ich weiß nicht, aber na gut, wenn die Kirche das so will. Es ist die Art der Kirche, einen Orden zu geben. Unser nächster Fall. Ein ungeheurer Verdacht hält die ganze Christenheit in Atem. Der 26. August 1978. Abemus Papam! Kardinal Albino Luciani, Arbeitersohn aus einem kleinen Bergdorf, ist der neue Stellvertreter Christi auf Erden. Johannes Paul I. Gegen das ganze übertriebene höfische Zeremoniell, das es im Vatikan zuweilen gibt, hat er sich aufgelehnt. Und darin war er ein Fremder in dieser Umgebung. Der Vatikan ist eine höfische Umgebung und er hat sich geweigert, den König zu spielen. Manche im Johannes Paul I. sei eine Fehlbesetzung. Zu naiv für so viel kirchliche Macht, zu nachgiebig, zu verträumt. Der frühe Morgen des 29. September 1978. Schwester Vincenza stellt wie jeden Tag eine Tasse Kaffee vor die Tür des Papstes. Der ist zu diesem Zeitpunkt schon tot. Heute gegen 5.30 Uhr betrat der Privatsekretär des Papstes das Schlafzimmer seiner Heiligkeit, Papst Johannes Paul I. Er fand ihn tot auf seinem Bett und konnte feststellen, dass er etwa um 23 Uhr verstorben ist. Und zwar, wie es heißt, in unerwarteter Weise an einem Herzinfarkt. Auf den ersten Blick ein rätselhafter Tod, nach nur 33 Tagen im Amt. Gerüchte kursieren. War es wirklich ein Herzinfarkt? Oder war es Mord? Der Gedanke kommt einem, ja. Er war ja sehr liberal für die katholische Kirche. Ich bin der Ansicht, er hat irgendwie körperliches Gebrechen gehabt, aber Mord? Vorstellen kann ich mir, das sind alles Menschen und Menschen machen Fehler und Menschen können auch morden. Verdächtige mit Motiven scheint es zu geben. Etwa dubiose Figuren aus dem Umfeld eines Bankenskandals. Die Mailänder Banco Ambrosiano ist in Geldwäsche und Mafiageschäfte verwickelt. Ihr Präsident, Roberto Calvi, stirbt an einem Strick unter einer Londoner Brücke. Auch die Vatikanbank macht Geschäfte mit der kriminellen Banco Ambrosiano. Angeblich wollte Johannes Paul I. das ändern, gegen den heftigen Widerstand von Paul Marcinkus, dem Chef der Vatikanbank. Musste der Papst deshalb sterben?
Eine Spekulation, die in den ersten Jahren nach seinem Tod hoch im Kurs steht. Der neue Papst stößt auch anderswo auf wenig Gegenliebe. Die Geheimloge Propaganda Due, kurz P2, will Italien vor dem Kommunismus schützen, um jeden Preis. Mitglieder der Loge sind Politiker, Wirtschaftsbosse, Kirchenmänner und auch Mafiosi. Auf den Mitgliederlisten findet sich viel italienische Prominenz. Darunter auch der letzte Kronprinz von Italien, Viktor Emanuel von Savoyen. Und ein gewisser Silvio Berlusconi, heute Ministerpräsident. Das Bombenattentat von Bologna, bei dem über 80 Menschen sterben, wird mit der ominösen Geheimloge P2 in Verbindung gebracht. Manche meinen, Johannes Paul I. sei kirchlichen Hardlinern aus der P2 zu liberal gewesen und habe deshalb aus dem Weg geräumt werden müssen. Eine populäre Verschwörungstheorie, für die es allerdings keine Beweise gibt. Geheimdienste in Italien und außerhalb Italiens und vor allem die P2 wollte eine Destabilisierung der Situation. Aber die Kirchenführung wollte die christlich-demokratische Partei stärken und deswegen ist es absolut unwahrscheinlich, dass da jemand in der Kirche am Tod Lucianis mitgespielt hat. Eine Obduktion Johannes Pauls I. kommt weder für den Vatikan noch für die Angehörigen in Frage. Dennoch haben Mediziner heute keinen Zweifel mehr, dass der 65-Jährige eines natürlichen Todes gestorben ist. Seine Krankenakte verrät, dass Albino Luciani schon vor der Wahl zum Papst herzkrank war. Sein Tod war ein natürlicher Tod. Er war unter Stress, weil er sich nicht richtig fühlte an der Kirchenspitze. Er fühlte sich verirrt im Vatikan. Es war zu viel für ihn. In der Fachwelt gelten all die Spekulationen um den Tod Johannes Pauls I. als widerlegt. Dieser Nachfolger Petri ist eines natürlichen Todes gestorben. Anders als so mancher seiner Vorgänger. Unser nächster Fall. Der gewaltsame Tod des ersten aller Päpste und das Geheimnis um seine letzte Ruhestätte. Der Petersdom in Rom. Die meistbesuchte Kirche der Christenheit. Ihr Namensgeber zählt zu den ganz Großen der Geschichte des Frühchristentums. Ihm ist der Dom geweiht, Simon Petrus. Vor 2000 Jahren in Rom gestorben und begraben. Sein Grab soll genau unter dem päpstlichen Hochaltar im Petersdom liegen. Das ist ein sehr uraltes Bedürfnis der Menschheit, irgendwie das Heilige und das Übernatürliche und das Göttliche an einen bestimmten Ort zu verankern. Hausherr im Petersdom ist seit 2005 Papst Benedikt XVI. An hohen Feiertagen besucht er das angebliche Apostelgrab unter dem Altar. Aber liegt hier wirklich Petrus, der Fels, auf dem der Herr seine Kirche errichten wollte? Ich glaube das nicht. Mir wäre das wurscht, ob der da liegt oder nicht. Was wird das ändern, wenn er nicht da läge? Er liegt dort, das ist ja inzwischen auch bewiesen. Es würde mich freuen, wenn das tatsächlich die Reliquie ist, die Gebeine des Petrus. Wichtiger ist mir aber, was er zu Lebzeiten geleistet hat. Fest steht nur, in der heutigen Basilika wurde Petrus nicht begraben. Er starb 1500 Jahre vor der Errichtung des heutigen Petersdoms. Rom im Jahr 64 nach Christus. In der Hauptstadt des Imperiums verbreitet sich ein neuer Glaube. Christen nennen sich die Anhänger einer jüdischen Sekte, die einen Prediger aus Nazareth als Gottessohn verehren.
Anführer der römischen Gemeinde und ihr erster Bischof soll ein gewisser Simon Petrus gewesen sein, so heißt es in der Überlieferung. Doch sein Bild bleibt bruchstückhaft. Wie so vieles aus der Zeit der frühen Christen. Im Sommer des Jahres 64 zerstört ein Feuer große Teile Roms. Dass Kaiser Nero selbst den Brand legen ließ, ist eine Legende, die vor allem über Kinoleinwände verbreitet wurde. Um den Zirkus zu errichten, werde ich die Vorstadt abreißen müssen. Aber das macht nichts. Dort haust ja doch nur dieses Ungeziefer, das Christenpack, das ausgerottet werden muss. Kaiser Nero ist in Wahrheit kein Brandstifter, aber er braucht Sündenböcke und lässt 200 Christen hinrichten. Auch Petrus? Es ist nicht absolut sicher, ob er dann in Rom unter der Nero-Verfolgung gekreuzigt wurde. Aber vom archäologischen Standpunkt aus ist es schon ein Fakt, dass in sehr frühen Zeiten da ein Denkmal war, um an die Gerichtsstätte von Petrus zu erinnern. Mehr können die Archäologen nicht wissen. Der Vorgängerbau des Petersdoms, eine Basilika aus dem 4. Jahrhundert, wurde direkt über einer frühchristlichen Gruft errichtet. Diese Gruft lag vermutlich in unmittelbarer Nähe zu einer römischen Hinrichtungsstätte. 1950 stoßen Priester unter dem Petersdom auf antike Grabanlagen. Doch statt die Funde archäologisch auszuwerten, legt man sie in Pappkartons. Darunter auch die Knochen aus einer besonders reich verzierten Wandnische. Erst 15 Jahre später wird der Fund wissenschaftlich analysiert. Laut dieser Untersuchung stammen die Knochen aus der Epoche des heiligen Petrus. Es handelt sich um die Knochen eines älteren Mannes. Sie zeigen sogar Verletzungen, wie sie bei einer Kreuzigung üblich sind. Und es hafteten Reste eines wertvollen Stoffes daran, die vom Totengewand des heiligen Petrus stammen könnten. Der Widerspruch der Fachwelt lässt nicht lange auf sich warten. Eine weitere Untersuchung kommt zu dem Schluss, die angeblichen Petrusknochen stammten in Wirklichkeit von drei Personen. Darunter auch eine etwa 70 Jahre alte Frau. Ob das Petrusgrab also tatsächlich direkt unter dem Petersdom liegt, bleibt, wie könnte es anders sein, an diesem Ort eine Frage des Glaubens. Unser nächster Fall. Geheimnisvolle dunkle Machenschaften oder doch eher nur mangelhafte Öffentlichkeitsarbeit? Eine schattenhafte Organisation, die große Macht über den Vatikan haben soll. Opus Dei, das Werk Gottes. Von Hollywood dargestellt als Geheimsekte mordender Mönche. Millionen Zuschauer auch in Deutschland sehen den Da Vinci Code. Reine Fiktion oder wahrer Kern? Menschen, die sich dem Opus Dei verschreiben, es sind Glaubensfanatiker. Eine Kampftruppe. Das Opus Dei will den katholischen Glauben in all seiner Macht, wie er im 16. Jahrhundert vorhanden war, wieder errichten. Krieger Gottes gegen die moderne Welt? Zerrbild oder Wahrheit? Gründer des Opus Dei ist José María Escrivá de Balaguer, ein spanischer Priester, von seinen Anhängern verehrt. In Italien, Spanien und Lateinamerika hat seine Organisation großen Zulauf. Knapp 90.000 Frauen und Männer sollen es heute sein. Priester sind im Opus Dei nur eine Minderheit. Jeder Katholik kann Mitglied werden, allerdings erst nach Jahren der Glaubensprüfung,
durch die Zentrale in Rom. In den 20er Jahren will Escrivá de Balaguer Intellektuelle zur Rückkehr in die Kirche bewegen und schreibt das Buch El Camino, der Weg. Eine Sammlung von Ratschlägen für den richtigen Glauben. 1936 bricht der Spanische Bürgerkrieg aus. Kommunisten verfolgen und ermorden katholische Priester. Escrivá sucht den Schutz des Anführers der spanischen Faschisten, General Franco. Bis heute haftet das am Ruf. Sympathisiert das Opus Dei mit Faschisten? Ganz bestimmt war Escrivá auf Seiten Francos gegen die Kommunisten. Und er hat auch die Hilfe Hitler-Deutschlands für den Frankismus gebilligt. Das bedeutet nicht, dass Escrivá stattdessen gebilligt hat, was Hitler gegen die Juden getan hat. Mal soll Escrivá Hitler gelobt haben, mal nennt er ihn den Antichristen. Widersprüche, auch nach dem Krieg. Kritiker sagen, das Opus Dei bilde eine bedingungslos gehorsame Elitetruppe aus, um ganze Staaten oder Banken zu unterwandern. Und um Schlüsselpositionen im Vatikan zu besetzen. Das sind erzeugte Vorurteile. Natürlich, wenn man weiß, wie die Kirche funktioniert, dann merkt man sofort, dass das so nicht stimmen kann. Der Papst, der entscheidet von alleine. Wenn Sie an einer päpstlichen Universität lehren, dann spüren Sie eher den Einfluss der Kirche auf das Opus Dei, auf die entsprechende Institution. Das ist natürlich ein sehr positiver Einfluss. Für die Öffentlichkeit sichtbar sind die vielen wohltätigen Projekte des Opus Dei in der ganzen Welt. Entwicklungshilfe, Krankenhäuser, Altenheime und soziale Projekte. Unsichtbar dagegen bleiben etwa die Hintergründe der auffallend engen Bindung von Johannes Paul II. An das Opus Dei. Im Oktober 2002 spricht der Papst aus Polen Opus Dei-Gründer Escrivá heilig. Die schnellste Heiligsprechung der jüngeren Kirchengeschichte. Johannes Paul II. Hat die Organisation als ein ganz wichtiges Element gesehen in seinem Kampf gegen den Kommunismus, denn der Antikommunismus ist eine der kämpferischen Seiten des Opus Dei. Das Opus Dei versorgt Polens Gewerkschaft Solidarność in ihrem Freiheitskampf heimlich mit Informationen und Geld. Im Auftrag des Papstes. Die genauen Abläufe der Aktion sind bis heute kaum bekannt. Mitglieder des Opus Dei gelten als notorisch verschwiegen. Ein strenger Kodex verpflichtet sie dazu, sich Außenstehenden nicht zu offenbaren. Diese Geheimhaltungslinie gehört ein bisschen zu der Gründerzeit des Opus Dei an. Am Anfang waren sie ein sehr militanter Trupp, der den Papst und den Katholizismus schützen sollte. Und deswegen gibt es so viele Legenden über die geheimen Machenschaften des Opus Dei. So bedrohlich wie von Hollywood gezeichnet, ist das Opus Dei also längst nicht. Der schlechte Ruf der frommen Truppe gründet nicht so sehr auf dunklen Machenschaften, sondern eher auf dem ausgeprägten Hang zur Geheimniskrämerei. Unser nächster Fall. Auch im Vatikan gibt es eine Art Geschlechterkampf. Darf eine Frau mehr verehrt werden als ein Mann? Jungfrau, Gottesmutter, Heilige. Sinnbild für Liebe und Barmherzigkeit im Christentum, Maria. In der katholischen Kirche hat die Verehrung der heiligen Jungfrau eine lange Tradition. In Ländern wie Italien und Polen gibt es einen regelrechten Marienkult. Maria ist so wichtig, weil die zentralen Wunder des christlichen Glaubens mit Maria ja zu tun haben. Das heißt, die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes,
hätte ohne Maria gar nicht passieren können. Sie ist in ihr sozusagen passiert. Maria ist dabei gewesen beim Erlösungstod Jesu. Das heißt, Maria ist ganz zentral beim zentralen Geschehen der Erlösung des Menschen. Doch Maria wird nicht nur besonders verehrt, sie soll auch hin und wieder auf Erden erscheinen. Etwa 1917 im portugiesischen Fatima. 1858 im französischen Lourdes. Oder zuletzt 2009 in Ägypten. Wir haben sie alle gesehen, ihre Umrisse, und Tauben flogen um sie herum. Angebliche Beweisaufnahmen von der Marienkirche in Kairo. Alles nur Einbildung? Ich glaube auch an Gott und da glaube ich auch an Marienerscheinungen. Das gibt denen viel Kraft und das schadet da keinem. Warum sollen die das nicht glauben? Habe ich kein Problem mit. Jein, jein. Also was man da so ein bisschen gehört hat, ist schon ein bisschen, naja. Wie ist die weibliche Form vom Glauben? Und ich finde, nur ein Mann im Glauben, das ist mir zu wenig. Es gibt vieles zwischen Himmel und Erde, was man vielleicht mit dem Verstand nicht erklären kann. Für den Vatikan sind die Marienphänomene eine delikate Angelegenheit. Die Dreifaltigkeit besteht aus Gott Vater, Sohn und Geist. Die Verehrung Marias geht manchen Bischöfen und Theologen zu weit. Maria hat ihren Rang, hat ihren Platz im Neuen Testament, in der Kirche, aber nicht so, dass sie allein ist und jetzt die Mittlerin aller Gnaden sein soll. Vor allem die Erscheinungen der Jungfrau lösen kirchliches Unbehagen aus. 1981 behaupten 6 Jugendliche, Botschaften von Maria zu empfangen. Der Vatikan lässt die vermeintlichen Seher von Medjugorje im damaligen Jugoslawien untersuchen. Ärzte finden keine Beweise für Betrug, doch anders als in Lourdes und Fatima will der Vatikan diese Marienerscheinung nicht anerkennen. Der zuständige Bischof verbietet der örtlichen Pfarrei, sich als Heiligtum zu bezeichnen. Inzwischen erscheint Maria in Medjugorje beinahe täglich. Fast 1 Million Besucher pro Jahr bringen viel Geld in die noch immer vom Bosnienkrieg gezeichnete Region. Es klingt sehr unwahrscheinlich, dass sozusagen die Madonna zur Verfügung der Seherin steht und es nicht umgekehrt ist, dass es nur ein paar Mal, also in einer begrenzten Situation, Erscheinungen gibt. Vom Vatikan anerkannt sind Wallfahrten nach Medjugorje nicht. Pilger bleiben davon unbeeindruckt. Auch Papst Johannes Paul II. Lässt sich von den Zweifeln der vatikanischen Behörden nicht beirren. 1981 empfängt er eine der sogenannten Seherinnen von Medjugorje in seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo. Für den Papst aus Polen ist Maria eine zentrale Figur seines Glaubens. Und das nicht erst, seit er am Jahrestag von Fatima das Attentat Ali Akschas überlebt hat. Johannes Paul II. Kommt als zur Wallfahrt nach Lourdes. 1983 und 2004. Eng verbunden mit der Verehrung der Madonna ist der Glaube an Wunderheilungen, in Lourdes und anderswo. Solche Wunder, wenn sie von der Kirche anerkannt werden, sind Voraussetzung für Selig- und Heiligsprechungen. Das gilt auch für die bevorstehende Seligsprechung Johannes Pauls II. Am 1. Mai 2011. Das dafür nötige Wunder liefert die französische Ordensschwester Marie Simone Pierre. Ihre Parkinson-Erkrankung soll geheilt worden sein, angeblich nur durch Gebete zum verstorbenen Papst. Santo subito, Heiligsprechung sofort.
Die Rufe der Gläubigen nach dem Tod Johannes Pauls II. Werden erhört. Nicht sofort, aber schon 6 Jahre später, was gemessen an den Maßstäben einer 2000 Jahre alten Kirche fast das Gleiche ist. Unser nächster Fall. Eines der dunkelsten Kapitel der Kirchengeschichte. Jahrzehntelang verschlossen im Geheimarchiv. Nächstenliebe und Barmherzigkeit, die Lehren Jesu Christi, ins Gegenteil verkehrt. Im Namen des Kreuzes wird gefoltert und getötet, auch im Auftrag des Vatikans. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Zwei christliche Reformbewegungen erfreuen sich regen Zulaufs. Die Katharer und Waldenser predigen Verzicht und prangern die Prunksucht der Kirche an. Papst Innozenz III. Sieht seine Macht in Gefahr und ruft zum Kreuzzug auf gegen die vermeintlichen Ketzer aus den Reformbewegungen. Es ist der Beginn der Inquisition. Also Inquisition heißt mal erstmal Inquirere, nachforschen. Und es ging um die quasi detektivische und glaubensgerichtliche Untersuchung von Verstößen gegen die Dogmen der katholischen Kirche. Die Einrichtung streng geregelter Inquisitionsverfahren gilt in der Wissenschaft als wichtiger Schritt auf dem Weg zum modernen Rechtsstaat. Die Rechte der Angeklagten allerdings stehen damals nicht im Mittelpunkt. Was heute immer noch eine schwarze Seite der Geschichte der Kirche ist, ist nicht so sehr die Zahl der Toten. Es hat Tausende und Abertausende Opfer der Inquisition gegeben, sondern der psychologische Terror, der damals ausgebreitet wurde. Wann fand die Inquisition eigentlich statt? Mittelalter, irgendwann. 15. bis 17. Jahrhundert, grob. Nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Mittelalter oder noch früher? Ja. Ganz weit weg. Schon lange her. Ich würde sagen 18. Jahrhundert. Ein bisschen früher, 16. Jahrhundert. Tatsächlich zieht sich die Inquisition über mehrere Jahrhunderte, vom 13. bis ins 19. und es gibt mehrere Stufen. Die Inquisition etwa richtet sich vor allem gegen zum Christentum konvertierte Juden und Muslime unter tatkräftiger Mitwirkung der spanischen Krone. Die römische Inquisition, 1542 von Papst Paul III. Einberufen, soll wieder eine innerkirchliche Aufbruchbewegung abwehren. Diesmal ist es die Reformation, begründet von Martin Luther und anderen. In Italien gelingt es, die Verbreitung der neuen Lehren einzudämmen. Nördlich der Alpen nicht. Fein säuberlich wird jeder Prozess, jeder Fall der Inquisition festgehalten. Die beteiligten Dominikanermönche und Inquisitoren glauben, im Auftrag Gottes zu handeln und wollen penibel Rechenschaft ablegen über ihr Tun. Im Geheimarchiv des Vatikans lagern heute noch tausende Inquisitionsakten. Jeder einzelne erzählt von erbittertem Ringen um den rechten Glauben und vom Leid der Angeklagten. Also das Schandhafte an der Inquisition war, dass es eigentlich ein Prozess war, um die Gedankenfreiheit, um die Gewissensfreiheit der katholischen Untertanen zu kontrollieren. So wie bei Galileo Galilei. Der italienische Gelehrte muss sich im 17. Jahrhundert der Inquisition stellen und seine angeblich der Bibel widersprechende These widerrufen, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Galilei überlebt das Verfahren. Tausende andere haben weniger Glück. Etwa der Philosoph Giordano Bruno,
der 1600 auf dem Scheiterhaufen sterben muss und das nur, weil er die Existenz eines Jenseits im unendlichen Weltraum angezweifelt hatte. 1998 öffnet Kardinal Josef Ratzinger endlich das Geheimarchiv der ehemaligen Inquisitionsbehörde in Rom, die inzwischen Kongregation für Glaubenslehre heißt. Für Papst Wojtyla war es wichtig, dass man eben die Wahrheit sagte. Denn so, nur so konnte die Kirche Glaubwürdigkeit erringen für die neuen Generationen, vor allem für die jungen Generationen. Unter den geöffneten Akten ist auch der Fall Jeanne d'Arc. Sie war in englische Gefangenschaft geraten und dort von einem politisch motivierten Inquisitionsgericht zum Tode verurteilt worden. Auch bei unzähligen Hexenprozessen wird damals gefoltert und verbrannt. Allerdings nicht im Auftrag der Kirche, sondern durch weltliche Gerichte. Rein formal ist die Inquisition bis heute nicht beendet. Die Kongregation für Glaubenslehre fahndet weiter nach Abweichungen von der reinen Lehre. 1979 entzieht Hans Küng, dem Schweizer Theologen, die Lehrerlaubnis. Die Erben der Inquisition sind noch immer mit der Durchsetzung vatikanischer Lehrsätze beauftragt. Allerdings, Gottlob, inzwischen nur noch mit Worten und nicht mehr mit Feuer und Daumenschrauben. Unser nächster Fall. Sünden, die nicht zu vergeben sind. Und Kirchenmänner, die der Gerechtigkeit in den Arm fallen. Rom, Weihnachten 1947. In der Nähe des Vatikans, in der Via Sardegna, empfängt ein katholischer Bischof ganz besondere Gäste. Sein Sekretär erinnert sich. Ich weiß, dass der Bischof Hudal aufstand und sagte, ich freue mich heute hier 110 gesuchte Kriegsverbrecher begrüßen zu können. Sie mögen gesucht werden, wo sie wollen. Hier sind sie sicher. Die römische Kirche als Beschützerin von Nazi-Verbrechern? Der Vatikan und die Nazis. Ein umstrittenes Kapitel. Papst Pius XII. Vermeidet allzu klare Worte gegen Hitler und den Holocaust. Aus Feigheit? Aus kluger Vorsicht? Der gleiche Papst lässt Kirchen als Versteck für Verfolgte öffnen und rettet dadurch allein in Rom mehr als 4000 Juden vor der Deportation. Weiß er, dass katholische Geistliche NS-Tätern helfen? Es ist total undenkbar, dass Pius XII. Nicht wusste, was damals im Vatikan vorging. Damals war die Kirche noch sehr zentralistisch organisiert. Es gab auch so praktisch ein bisschen ein Spitzelsystem. Jeder informierte die Führung, was man in einem anderen Büro tat. Deswegen wusste ganz bestimmt der Vatikan, was da vorging. Deutschland nach Kriegsende. Hinrichtung eines verurteilten Kriegsverbrechers durch US-Militärpolizei. Im Visier der Sieger sind Männer, erkennbar an der eintätowierten Blutgruppe. Tausende Hochbelastete tauchen unter. Einer der Wege, sich der Gerechtigkeit zu entziehen, führt durchs Zillertal nach Italien. Die Amerikaner geben den Fluchtrouten der Nazis einen treffenden Namen: Red Line. Rattenlinie. Rom ist damals überfüllt von Flüchtlingen vieler Nationalitäten. Anlaufstelle für Deutsche ist die Nationalkirche Santa Maria dell'Anima. Ihr Rektor ist der österreichische Bischof Alois Hudal. Ein einstiger Bewunderer Hitlers, der seine Hilfe für verfolgte Nazis später offen zugibt. Erklärungsversuche. Er hatte deutsche Ansichten. Dass einem Mann irgendwo doch an die Nieren geht, der davon geträumt hatte, dass Deutschland sozusagen doch wieder so etwas würde wie vor Versailles.
Es kann sein, dass er dem einen oder anderen geholfen hat, aber das war auf keinen Fall eine systematische Arbeit. Also das glaube ich nicht. Mindestens nach der Aktenlage, die wir hier im Haus haben, ist es nicht der Fall. Auch Monsignore Krunoslav Draganovic gehört zu den Kirchenmännern, die ein Herz für gesuchte Nazis haben. 1943 wird er aus seiner Heimat Kroatien nach Rom berufen. Nach dem Krieg verhilft er von dort aus seinem Landsmann, dem Faschistenführer und Hitlerfreund Ante Pavelic, zur Flucht nach Südamerika. Auch Klaus Barbie, Gestapo-Chef von Lyon, entkommt dorthin mit Hilfe von Draganovic. Adolf Eichmann, der Organisator des Holocaust, auch er flieht mit kirchlicher Hilfe. Dazu nutzt er einen Pass des Roten Kreuzes mit dem falschen Namen Ricardo Clement. Wissen die Helfer aus der Kirche, wem sie da helfen? Die Regel damals war, frage nicht und antworte nicht. Andererseits muss man nie vergessen, dass es am Anfang des Kalten Kriegs war. Für den Vatikan war der Kommunismus der größte Gegner. Papst Pius XII. War natürlich gegen den Nationalsozialismus, aber er hat immer Deutschland irgendwie als Bollwerk gegen den Sowjetkommunismus gesehen. Er hat den Kommunismus exkommuniziert, aber er hat nie die Nazis exkommuniziert. Im Kampf gegen den Kommunismus ist auch der Westen nicht zimperlich. Der US-Geheimdienst wirbt nach 1945 belastete Nazis als Agenten an. Einige davon sind allerdings zu belastet und müssen entsorgt werden. Die Amerikaner wenden sich in Rom an Monsignore Draganovic. Wir wussten, dass Draganovic über den Vatikan irgendwie an Visa herankam. Und er wollte amerikanisches Geld, $1,500. Seine vorgeschobene Bedingung war, dass sie gute Katholiken sein mussten. Deshalb erklärte sich natürlich jeder, den wir die Rattenlinie hinunterschickten, zum guten Katholiken. Bis 1949 gelangen gesuchte Nazis mit Hilfsmännern, US-Geheimdienstlern und Rotkreuz-Mitarbeitern nach Südamerika. Wie weit der Papst selbst darüber Bescheid wusste, gehört noch immer zu den gut gehüteten Geheimnissen des Vatikans. Am Ende ein Zitat. Das Schönste, was wir je erleben können, das ist das Geheimnisvolle. Wer es nicht kennt und nicht mehr staunen kann, dessen Auge ist erloschen, sagte Albert Einstein. Und er hatte recht. Geheimnisse sind hier im Vatikan gut aufgehoben. Doch der Mantel des Geheimnisvollen darf sich niemals gnädig über Unrecht decken. Bleiben Sie uns treu. Bischof im weißen Gewand. Hat Maria schon 1917 das Attentat auf den Papst von 1981 angekündigt? Johannes Paul II. Scheint fest daran zu glauben. Die Kugel, die ihn beinahe tötet, lässt er einfassen in die Krone der Madonna von Fatima. Für Papst Johannes Paul II. War es wichtig, dass die Madonna der Kirche beisteht. Aber es gab auch einen starken Druck von der Basis im Katholizismus, zu wissen, was endlich in diesem dritten Geheimnis war. Und deswegen hat er das endlich veröffentlicht. April 2005. Zur Beisetzung Johannes Pauls II. Sind mehr als 3 Millionen Menschen nach Rom gekommen. Sie fordern Santo Subito, heilig sprechen, sofort. Der Prozess zur Seligsprechung, die Vorstufe zur Heiligsprechung, wird sofort eingeleitet.
Sechs Jahre später, am 1. Mai 2011, ist es soweit. Papst Benedikt wird seinen Vorgänger selig sprechen. Die Meinungen dazu gehen auseinander. Wird er wirklich selig gesprochen? Ich finde, es ging jetzt sehr schnell. Ja, warum nicht? Die Zeit ist überholt, dass man jemand selig sprechen müsste. Er soll doch ein Wunder vollbracht haben. Das ist jemand, der mit Ausstrahlung, mit einer Heiligkeit irgendwo den Menschen ist. Ich weiß nicht, aber na gut, wenn die Kirche das so will. Es ist die Art der Kirche, einen Orden zu geben. Unser nächster Fall. Ein ungeheurer Verdacht hält die ganze Christenheit in Atem. Der 26. August 1978. Abemus Papam. Kardinal Albino Luciani, Arbeitersohn aus einem kleinen Bergdorf, ist der neue Stellvertreter Christi auf Erden. Johannes Paul I. Gegen das ganze übertriebene höfische Zeremoniell, das es im Vatikan zuweilen gibt, hat er sich aufgelehnt. Und darin war er ein Fremder in dieser Umgebung. Der Vatikan ist eine höfische Umgebung und er hat sich geweigert, den König zu spielen. Manche im Johannes Paul I. sei eine Fehlbesetzung. Zu naiv für so viel kirchliche Macht, zu nachgiebig, zu verträumt. Ich glaube auch an Gott und da glaube ich auch an Marienerscheinungen. Das gibt ihnen viel Kraft und das schadet da keinem. Warum sollen die das nicht glauben? Habe ich kein Problem mit. Jein, jein. Also was man da so ein bisschen gehört hat, ist schon ein bisschen, naja. Wie ist die weibliche Form vom Glauben? Und ich finde, nur ein Mann im Glauben, das ist mir zu wenig. Es gibt vieles zwischen Himmel und Erde, was man vielleicht mit dem Verstand nicht erklären kann. Für den Vatikan sind die Marienphänomene eine delikate Angelegenheit. Die Dreifaltigkeit besteht aus Gott, Vater, Sohn und Geist. Die Verehrung Marias geht manchen Bischöfen und Theologen zu weit. Maria hat ihren Rang, hat ihren Platz im Neuen Testament, in der Kirche, aber nicht so, dass sie allein ist und jetzt die Mittlerin aller Gnaden sein soll. Vor allem die Erscheinungen der Jungfrau lösen kirchliches Unbehagen aus. 1981 behaupten 6 Jugendliche, Botschaften von Maria zu empfangen. Der Vatikan lässt die vermeintlichen Seher von Medjugorje im damaligen Jugoslawien untersuchen. Ärzte finden keine Beweise für Betrug, doch anders als in Lourdes und Fatima will der Vatikan diese Marienerscheinung nicht anerkennen. Der zuständige Bischof verbietet der örtlichen Pfarrei, sich als Heiligtum zu bezeichnen. Inzwischen erscheint Maria in Medjugorje beinahe täglich. Halleluja. Fast 1 Million Besucher pro Jahr bringen viel Geld in die noch immer vom Bosnienkrieg gezeichnete Region. Es klingt sehr unwahrscheinlich, dass sozusagen die Madonna zur Verfügung der Seherin steht und es nicht umgekehrt ist, dass es nur ein paar Mal, also in einer begrenzten Situation, Erscheinungen gibt. Vom Vatikan anerkannt sind Wallfahrten nach Medjugorje nicht. Pilger bleiben davon unbeeindruckt. Auch Papst Johannes Paul II. Lässt sich von den Zweifeln der vatikanischen Behörden nicht beirren. 1981 empfängt er eine der sogenannten Seherinnen von Medjugorje in seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo. Für den Papst aus Polen ist Maria eine zentrale Figur seines Glaubens. Und das nicht erst, seit er am Jahrestag von Fatima das Attentat Ali Akschas. Das gilt auch für die bevorstehende Seligsprechung Johannes Pauls II. Am 1. Mai 2011.
Das dafür nötige Wunder liefert die französische Ordensschwester Marie Simone Pierre. Ihre Parkinson-Erkrankung soll geheilt worden sein, angeblich nur durch Gebete zum verstorbenen Papst. Santo Subito, Heiligsprechung sofort. Die Rufe der Gläubigen nach dem Tod Johannes Pauls II. Werden erhört. Nicht sofort, aber schon 6 Jahre später, was gemessen an den Maßstäben einer 2000 Jahre alten Kirche fast das Gleiche ist. Unser nächster Fall. Eines der dunkelsten Kapitel der Kirchengeschichte. Jahrzehntelang verschlossen im Geheimarchiv. Nächstenliebe und Barmherzigkeit, die Lehren Jesu Christi, ins Gegenteil verkehrt. Im Namen des Kreuzes wird gefoltert und getötet, auch im Auftrag des Vatikans. Zu Beginn des 13. Jahrhunderts. Zwei christliche Reformbewegungen erfreuen sich regen Zulaufs. Die Katharer und Waldenser predigen Verzicht und prangern die Prunksucht der Kirche an. Papst Innozenz III. Sieht seine Macht in Gefahr und ruft zum Kreuzzug auf gegen die vermeintlichen Ketzer aus den Reformbewegungen. Es ist der Beginn der Inquisition. Also Inquisition heißt mal erstmal Inquirere, nachforschen. Und es ging um die quasi detektivische und glaubensgerichtliche Untersuchung von Verstößen gegen die Dogmen der katholischen Kirche. Die Einrichtung streng geregelter Inquisitionsverfahren gilt in der Wissenschaft als wichtiger Schritt auf dem Weg zum modernen Rechtsstaat. Die Rechte der Angeklagten allerdings stehen damals nicht im Mittelpunkt. Was heute immer noch eine schwarze Seite der Geschichte der Kirche ist, ist nicht so sehr die Zahl der Toten. Es hat Tausende und Abertausende Opfer der Inquisition gegeben, sondern der psychologische Terror, der damals ausgebreitet wurde. Wann fand die Inquisition eigentlich statt? Mittelalter, irgendwann. Für einen Rechtsstaat. Die Rechte der Angeklagten allerdings stehen damals nicht im Mittelpunkt. Was heute immer noch eine schwarze Seite der Geschichte der Kirche ist, ist nicht so sehr die Zahl der Toten. Es hat Tausende und Abertausende Opfer der Inquisition gegeben, sondern der psychologische Terror, der damals ausgebreitet wurde. Wann fand die Inquisition eigentlich statt? Mittelalter. Irgendwann 15. bis 17. Jahrhundert, grob. Nee, weiß ich jetzt nicht mehr. Mittelalter oder noch früher? Ja. Ganz weit weg. Schon lange her. Ich würde sagen 18. Jahrhundert. Ein bisschen früher, 16. Jahrhundert. Tatsächlich zieht sich die Inquisition über mehrere Jahrhunderte, vom 13. bis ins 19. Und es gibt mehrere Stufen. Die Inquisition etwa richtet sich vor allem gegen zum Christentum konvertierte Juden und Muslime unter tatkräftiger Mitwirkung der spanischen Krone. Die römische Inquisition, 1542 von Papst Paul III. Einberufen, soll wieder eine innerkirchliche Aufbruchbewegung abwehren. Diesmal ist es die Reformation, begründet von Martin Luther und anderen. In Italien gelingt es, die Verbreitung der neuen Lehren einzudämmen. Nördlich der Alpen nicht. Fein säuberlich wird jeder Prozess, jeder Fall der Inquisition festgehalten. Die beteiligten Dominikanermönche und Inquisitoren glauben, im Auftrag Gottes zu handeln und wollen penibel Rechenschaft ablegen über ihr Tun.
Im Geheimarchiv des Vatikans lagern heute noch tausende Inquisitionsakten. Jede einzelne erzählt von erbittertem Ringen um den rechten Glauben und vom Leid der Angeklagten. Also das Schandhafte an der Inquisition war, dass es eigentlich ein Prozess war um die Gedankenfreiheit, um die Gewissensfreiheit der katholischen Untertanen zu kontrollieren. So wie bei Galileo Galilei. Der italienische Gelehrte muss sich im 17. Jahrhundert der Inquisition stellen und seine angeblich der Bibel widersprechende These widerrufen, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Galilei überlebt das Verfahren. Tausende andere haben wenig Vorsicht. Der gleiche Papst lässt Kirchen als Versteck für Verfolgte öffnen und rettet dadurch allein in Rom mehr als 4000 Juden vor der Deportation. Weiß er, dass katholische Geistliche NS-Tätern helfen? Es ist total undenkbar, dass Pius XII. Nicht wusste, was damals im Vatikan vorging. Damals war die Kirche noch sehr zentralistisch organisiert. Es gab auch so praktisch ein bisschen ein Spitzelsystem. Jeder informierte die Führung, was man in einem anderen Büro tat. Deswegen wusste ganz bestimmt der Vatikan, was da vorging. Deutschland nach Kriegsende. Hinrichtung eines verurteilten Kriegsverbrechers durch US-Militärpolizei. Im Visier der Sieger sind Männer, erkennbar an der eintätowierten Blutgruppe. Tausende Hochbelastete tauchen unter. Einer der Wege, sich der Gerechtigkeit zu entziehen, führt durchs Zillertal nach Italien. Die Amerikaner geben den Fluchtrouten der Nazis einen treffenden Namen. Red Line, Rattenlinie. Rom ist damals überfüllt von Flüchtlingen vieler Nationalitäten. Anlaufstelle für Deutsche ist die Nationalkirche Santa Maria dell'Anima. Ihr Rektor ist der österreichische Bischof Alois Hudal. Ein einstiger Bewunderer Hitlers, der seine Hilfe für verfolgte Nazis später offen zugibt. Erklärungsversuche. Er hatte deutsche Ansichten. Dass einem Mann irgendwo doch an die Nieren geht, der davon geträumt hatte, dass Deutschland sozusagen doch wieder so etwas würde wie vor Versailles. Es kann sein, dass er dem einen oder anderen geholfen hat, aber das war auf keinen Fall eine systematische Arbeit. Also das glaube ich nicht. Mindestens nach der Aktenlage, die wir hier im Haus haben, ist es nicht der Fall. Auch Monsignore Krunoslav Draganovic gehört zu den Kirchenmännern, die ein Herz für gesuchte Nazis haben. 1943 wird er aus seiner Heimat Kroatien nach Rom berufen. Nach dem Krieg verhilft er von dort aus seinem Landsmann, dem Faschistenführer und Hitlerfreund Ante Pavelic, zur Flucht nach Südamerika. Auch Klaus Barbie, Gestapo-Chef von Lyon, entkommt dorthin mit Hilfe von Draganovic. Adolf Eichmann, der Organisator des Holocaust, auch er flieht mit kirchlicher Hilfe. Dazu nutzt er einen Pass des Roten Kreuzes mit dem falschen Namen Ricardo Klein. Und sie ist in ihr sozusagen passiert. Maria ist dabei gewesen beim Erlösungstod Jesu. Das heißt, Maria ist ganz zentral beim zentralen Geschehen der Erlösung des Menschen. Doch Maria wird nicht nur besonders verehrt, sie soll auch hin und wieder auf Erden erscheinen. Etwa 1917 im portugiesischen Fatima. 1858 im französischen Lourdes. Oder zuletzt 2009 in Ägypten. Wir haben sie alle gesehen, ihre Umrisse, und Tauben flogen um sie herum. Angebliche Beweisaufnahmen von der Marienkirche in Kairo. Alles nur Einbildung? Ich glaube auch an Gott und da glaube ich auch an Marienerscheinungen. Das gibt denen viel Kraft und das schadet da keinem. Warum sollen die das nicht glauben? Habe ich kein Problem mit. Jein, jein.
Also was man da so ein bisschen gehört hat, ist schon ein bisschen, naja. Das ist die weibliche Form vom Glauben. Und ich finde, nur ein Mann im Glauben, das ist mir zu wenig. Es gibt vieles zwischen Himmel und Erde, was man vielleicht mit dem Verstand nicht erklären kann. Für den Vatikan sind die Marienphänomene eine delikate Angelegenheit. Die Dreifaltigkeit besteht aus Gott Vater, Sohn und Geist. Die Verehrung Marias geht manchen Bischöfen und Theologen zu weit. Maria hat ihren Rang, hat ihren Platz im Neuen Testament, in der Kirche, aber nicht so, dass sie allein ist und jetzt die Mittlerin aller Gnaden sein soll. Vor allem die Erscheinungen der Jungfrau lösen kirchliches Unbehagen aus. 1981 behaupten 6 Jugendliche, Botschaften von Maria zu empfangen. Der Vatikan lässt die vermeintlichen Seher von Medjugorje im damaligen Jugoslawien untersuchen. Ärzte finden keine Beweise für Betrug, doch anders als in Lourdes und Fatima will der Vatikan diese Marienerscheinung nicht anerkennen. Der zuständige Bischof verbietet der örtlichen Pfarrei, sich als Heiligtum zu bezeichnen. Inzwischen erscheint Maria in Medjugorje beinahe täglich. Halleluja. Fast 1 Million Besucher pro Jahr bringen viel Geld in die noch immer vom Bosnienkrieg gezeichnete Region. Es klingt sehr. Anlaufstelle für Deutsche ist die Nationalkirche Santa Maria del Anima. Ihr Rektor ist der österreichische Bischof Alois Hudal. Ein einstiger Bewunderer Hitlers, der seine Hilfe für verfolgte Nazis später offen zugibt. Erklärungsversuche. Er hatte deutsche Ansichten. Dass einem Mann irgendwo doch an die Nieren geht, der davon geträumt hatte, dass Deutschland sozusagen doch wieder so etwas würde wie vor Versailles. Es kann sein, dass er dem einen oder anderen geholfen hat, aber das war auf keinen Fall eine systematische Arbeit. Also das glaube ich nicht. Mindestens nach der Aktenlage, die wir hier im Haus haben, ist es nicht der Fall. Auch Monsignore Krunoslav Draganovic gehört zu den Kirchenmännern, die ein Herz für gesuchte Nazis haben. 1943 wird er aus seiner Heimat Kroatien nach Rom berufen. Nach dem Krieg verhilft er von dort aus seinem Landsmann, dem Faschistenführer und Hitlerfreund Ante Pavelic, zur Flucht nach Südamerika. Auch Klaus Barbie, Gestapo-Chef von Lyon, entkommt dorthin mit Hilfe von Draganovic. Adolf Eichmann, der Organisator des Holocaust, auch er flieht mit kirchlicher Hilfe. Dazu nutzt er einen Pass des Roten Kreuzes mit dem falschen Namen Ricardo Clement. Wissen die Helfer aus der Kirche, wem sie da helfen? Die Regel damals war, frage nicht und antworte nicht. Andererseits muss man nie vergessen, dass es am Anfang des Kalten Kriegs war. Für den Vatikan war der Kommunismus der größte Gegner. Papst Pius XII. War natürlich gegen den Nationalsozialismus, aber er hat immer Deutschland irgendwie als Bollwerk gegen den Sowjetkommunismus gesehen. Er hat den Kommunismus exkommuniziert, aber er hat nie die Nazis exkommuniziert. Im Kampf gegen den Kommunismus ist auch der Westen nicht zimperlich. Der US-Geheimdienst wirbt nach 1945 belastete Nazis als Agenten an. Einige davon sind allerdings zu belastet und müssen entsorgt werden. Die Amerikaner wenden sich in Rom an Monsignore Draganovic. Wir wussten, dass Draganovic über den Vatikan irgendwie an Visa herankam. Und er wollte amerikanisches Geld, $1,500. Seine vorgeschobene Bedingung war, dass sie gute Katholiken sein mussten. Deshalb erklärte sich natürlich jeder, den wir die Rattenlinie hinunterschickten, zum guten Katholiken. Sein persönlicher Sekretär erteilt ihm das Sterbesakrament.
Johannes Paul II. Überlebt. Eine Hand habe die Kugel abgeschossen, eine andere habe sie umgelenkt, so seine Erklärung später. Der bekennende Marienverehrer ist sich sicher, nur die Mutter Gottes kann ihn gerettet haben. Noch am Tatort überwältigt wird der Türke Ali Akşa, ein Mitglied der rechtsextremen Grauen Wölfe. Über mögliche Hintermänner wird viel spekuliert. Das Motiv scheint auf der Hand zu liegen. Die Wahl des Antikommunisten Wojtyla zum Papst ist eine Gefahr für die sozialistischen Regime. Akşa selbst verstrickt sich in Widersprüche. Vor wartenden Journalisten belastet er Bulgarien. Später wird er auch Moskau, Washington und den Vatikan selbst als Auftraggeber nennen. Der Papst selbst beteiligt sich nicht an den Spekulationen. Er hüllt sich in Schweigen und verzeiht dem Attentäter im Gefängnis. Beide haben, so scheint es, ein gemeinsames Thema. Auch der Papst hat gesagt, unsere Begegnung sei von Jesus, Gott und der Vorsehung bestimmt gewesen. Und natürlich haben wir vor allem über das Geheimnis von Fatima gesprochen. Auf 60 Jahre vor dem Attentat soll in Fatima drei Hirtenkindern die Jungfrau Maria erschienen sein. Die Kinder berichten von drei Prophezeiungen. Die erste handelt von einer Vision der Hölle. Die zweite soll Aufstieg und Fall des Kommunismus angekündigt haben. Die dritte Prophezeiung bleibt geheim. Gerüchten zufolge handelt sie vom Weltuntergang. Nur wenige Auserwählte im Vatikan kennen den Inhalt. Erst im heiligen Jahr 2000 veröffentlicht der Vatikan den Text der dritten Prophezeiung. Vom Weltuntergang fällt darin kein Wort. Stattdessen wird ein Attentat angekündigt auf einen Bischof im weißen Gewand. Hat Maria schon 1917 das Attentat auf den Papst von 1981 angekündigt? Johannes Paul II. Scheint fest daran zu glauben. Die Kugel, die ihn beinahe tötet, lässt er einfassen in die Krone der Madonna von Fatima. Die Dreifaltigkeit besteht aus Gott Vater, Sohn und Geist. Die Verehrung Marias geht manchen Bischöfen und Theologen zu weit. Maria hat ihren Rang, hat ihren Platz im Neuen Testament, in der Kirche, aber nicht so, dass sie allein ist und jetzt die Mittlerin aller Gnaden sein soll. Vor allem die Erscheinungen der Jungfrau lösen kirchliches Unbehagen aus. 1981 behaupten sechs Jugendliche, Botschaften von Maria zu empfangen. Der Vatikan lässt die vermeintlichen Seher von Medjugorje im damaligen Jugoslawien untersuchen. Ärzte finden keine Beweise für Betrug, doch anders als in Lourdes und Fatima will der Vatikan diese Marienerscheinung nicht anerkennen. Der zuständige Bischof verbietet der örtlichen Pfarrei, sich als Heiligtum zu bezeichnen. Inzwischen erscheint Maria in Medjugorje beinahe täglich. Halleluja. Fast 1 Million Besucher pro Jahr bringen viel Geld in die noch immer vom Bosnienkrieg gezeichnete Region. Es klingt sehr unwahrscheinlich, dass sozusagen die Madonna zur Verfügung der Seherin steht und es nicht umgekehrt ist, dass es nur ein paar Mal, also in einer begrenzten Situation, Erscheinungen gibt. Vom Vatikan anerkannt sind Wallfahrten nach Medjugorje nicht. Pilger bleiben davon unbeeindruckt. Auch Papst Johannes Paul II. Lässt sich von den Zweifeln der vatikanischen Behörden nicht beirren.
1981 empfängt er eine der sogenannten Seherinnen von Medjugorje in seiner Sommerresidenz Castel Gandolfo. Für den Papst aus Polen ist Maria eine zentrale Figur seines Glaubens. Und das nicht erst, seit er am Jahrestag von Fatima das Attentat Ali Akschas überlebt hat. Johannes Paul II. Kommt als zur Wallfahrt nach Lourdes. 1983 und 2004. Eng verbunden mit der Verehrung der Madonna ist der Glaube an Wunderheilungen. In Lourdes und anderswo. Solche Wunder, wenn sie von der Kirche anerkannt werden, sind Voraussetzung für Selig- und Heiligsprechungen. Das gilt auch für die bevorstehende Seligsprechung Johannes Pauls II. Auch der Papst hat gesagt, unsere Begegnung sei von Jesus, Gott und der Vorsehung bestimmt gewesen. Und natürlich haben wir vor allem über das Geheimnis von Fatima gesprochen. Auf 60 Jahre vor dem Attentat soll in Fatima drei Hirtenkindern die Jungfrau Maria erschienen sein. Die Kinder berichten von drei Prophezeiungen. Die erste handelt von einer Vision der Hölle. Die zweite soll Aufstieg und Fall des Kommunismus angekündigt haben. Die dritte Prophezeiung bleibt geheim. Gerüchten zufolge handelt sie vom Weltuntergang. Nur wenige Auserwählte im Vatikan kennen den Inhalt. Erst im heiligen Jahr 2000 veröffentlicht der Vatikan den Text der dritten Prophezeiung. Vom Weltuntergang fällt darin kein Wort. Stattdessen wird ein Attentat angekündigt auf einen Bischof im weißen Gewand. Hat Maria schon 1917 das Attentat auf den Papst von 1981 angekündigt? Johannes Paul II. Scheint fest daran zu glauben. Die Kugel, die ihn beinahe tötet, lässt er einfassen in die Krone der Madonna von Fatima. Für Papst Johannes Paul II. War es wichtig, dass die Madonna der Kirche beisteht. Aber es gab auch einen starken Druck von der Basis im Katholizismus, zu wissen, was endlich in diesem dritten Geheimnis war. Und deswegen hat er das endlich veröffentlicht. April 2005. Zur Beisetzung Johannes Pauls II. Sind mehr als 3 Millionen Menschen nach Rom gekommen. Sie fordern Santo Subito, heilig sprechen, sofort. Der Prozess zur Seligsprechung, die Vorstufe zur Heiligsprechung, wird sofort eingeleitet. 6 Jahre später, am 1. Mai 2011, ist es soweit. Papst Benedikt wird seinen Vorgänger selig sprechen. Die Meinungen dazu gehen auseinander. Wird er wirklich selig gesprochen? Ich finde, es ging jetzt sehr schnell. Ja, warum nicht? Die Zeit ist überholt, dass man jemand selig sprechen müsste. Er soll doch ein Wunder vollbracht haben. Das ist jemand, der mit Ausstrahlung, mit einer Heiligkeit irgendwo den Menschen ist. Ich weiß nicht, aber na gut, wenn die Kirche das so will. Das ist die Art.